Heino regelt sein Erbe, wer jetzt die Millionen bekommen soll. Ein Jahr nach dem Tod seiner Frau hat Schlagerstar Heino seinen Manager Helmut Werner als Alleinerben eingesetzt. Sein leiblicher Sohn bleibt im Testament unberücksichtigt. Vor einem Jahr musste der deutsche Schlagersänger Heino, 85, den Tod seiner geliebten Frau Hannelore verkraften, mit der er 44 Jahre verheiratet war. Dieser Verlust markierte einen tiefen Einschnitt in das Leben des Musikers. Heute ist der 85-Jährige jedoch nicht allein, in seinem Manager Helmut Werner, 40, dessen Ehefrau Nicole, 52, und ihrem gemeinsamen Sohn Lenny hat Heino eine neue Familie gefunden, die ihm Unterstützung und Trost bietet. Heino, seine ungewöhnliche Erbe-NTSC-Heilung. Aus tiefer Dankbarkeit und Verbundenheit entschied sich Heino, sein gesamtes Vermögen seinem Manager Helmut Werner zu vererben. Schon jetzt hat er Werner seine luxuriöse 300 Quadratmeter Villa im österreichischen Kitzbühel überschrieben, eine Immobilie im Wert von etwa 4 Millionen Euro. Helmut und seine Familie sind mittlerweile meine Familie. Ohne sie wäre ich vermutlich einsam und in einem Altersheim, erklärte Heino der Bild. Ich liebe Helmut, seine Frau und ihren Sohn von Herzen. Es fühlt sich richtig an, das, was ich habe, mit ihnen zu teilen. Langjährige Vereinbarung sichert Heinos Zukunft. Diese großzügige Geste basiert auf einer Vereinbarung, die Heino und seine verstorbene Frau Hannelore bereits zu Lebzeiten mit Werner getroffen hatten. Beide hatten ihm zugesichert, dass er nach ihrem Tod das gesamte Vermögen erben solle, unter der Bedingung, sich um den überlebenden Ehepartner zu kümmern. Helmut Werner akzeptierte das Haus nur unter der Voraussetzung, dass Heino ein lebenslanges Wohnrecht genießt, damit die beiden ihre gemeinsame Zeit in der Villa weiter auskosten können. Kein Erbe für den leiblichen Sohn. Heinos Entscheidung, Werner als Alleinerben einzusetzen, bedeutet gleichzeitig, dass sein leiblicher Sohn und seine Enkelkinder im Testament nicht berücksichtigt werden. Diese Entscheidung, die Heino bereits im vergangenen Jahr öffentlich gemacht hatte, ist bewusst gewählt. Ich bin nicht bereit, jemandem etwas zu geben, der für mich und Hannelore nie da war, sagte er offen. Helmut Werner als fester Teil der Familie. In den vergangenen Jahren entwickelte sich eine enge und persönliche Beziehung zwischen Heino und Werner. Werner beschreibt den Musiker heute als festen Bestandteil seiner Familie, wir verbringen jeden Tag gemeinsam, haben viel Spaß miteinander, und natürlich werde ich immer für ihn da sein, auch wenn er irgendwann nicht mehr auftreten kann, erklärte dieser. Durch diese starke Bindung hat Heino in Werner und dessen Familie eine stabile Unterstützung und emotionale Nähe gefunden, die ihm neuen Halt gibt. Die besondere Verbindung zu Helmut Werner und dessen Familie schenkt Heino im hohen Alter eine neue Perspektive und Geborgenheit. Anstelle von Einsamkeit und Isolation erfährt der Schlagersänger durch die Nähe und Zuwendung seiner neuen Familie Unterstützung und Freude im Alltag.